paddeln, einsame Wassermusik, deutsches Reispapier, bayerisches Wassertreten und heiteres Torwartschießen. Und hier ist Ihr Kiepenkerl, Thomas Gottschalk. Und Bowie, hier ist David Bowie. Good to see you again, hi. David Bowie in Münster. Guten Abend. Till Schweiger, Nina Hoss. Guten Abend, hi. Dankeschön. Ah, es beruhigt mich sehr, dass es noch andere Männer um die 50 gibt, die nicht im grauen Anzug und Krawatte daherkommen. Ja, es gibt eine ganze Welt solche Typen wie wir. Wir sehen irgendwie ganz gut aus zusammen. Wir passen zusammen. Ein Duo vielleicht irgendwann mal. Aber David, im Moment machst du Solo. Es gibt viele neue Projekte, aber nicht nur auf dem Musikbereich. Lass uns über Musik reden, lass uns über dich reden. Was viele Banker jetzt in letzter Zeit an dir interessiert, du bist tatsächlich mit deiner Musik an die Börse gegangen, hat man überall lesen können. Eine gute Idee im Nachhinein, es hat sicher was gebracht. Weißt du, so etwas passiert immer wieder bei Künstlern in meinem Alter. Man ist in einer neuen Situation, wo jemand die ganze Musik, die man macht, die man produziert, aufkaufen will. Und ich habe immer noch die Möglichkeit, dass ich das Ganze steuern kann in der Kreation, in der Kreativität. Keiner kann also damit rumspielen oder irgendwas anderes damit machen oder irgendwas Blödes draus machen für eine Käsewerbung. Und deswegen hat es Spaß gemacht, es war gut. Du hast dich in deiner Karriere ja immer wieder geändert und wieder gewandelt. Viele haben gesagt, wie lange hält er das durch? Und offensichtlich schaffst du es immer wieder. Du hast gerade ein neues Album rausgebracht, Earthling. Ist es ganz anders als alles Earthling, andere? Ja. Earthling. Hört sich fast deutsch an. Earthling. Was ganz anderes als vorher? Werden deine Fans sagen, wieder ein neuer Bowie? Oder sind da wieder Elemente aus den 60ern, 70ern, 80ern drin? So viel hat sich, glaube ich, gar nicht geändert, denn viele meiner Arbeiten konzentrieren sich doch auf eine neue Tanzform, damals Anfang der 70er Jahre. Damals habe ich mich voll für den Philadelphia Sound, für Soul Sound begeistert. Und dann, als ich in Berlin war, war ich begeistert von dem, was aus Düsseldorf kam. Es gab damals Bands wie Kraftwerk, Harmonia und so weiter. Daran kann man sich wahrscheinlich hier nicht mehr erinnern. Einige, glaube ich, ja? Kraftwerk-Fans? No, they're not them, but Harmonia. Die kennen Harmonia? Sie natürlich, aber Harmonia. Harmonia? Kennen Harmonia? Sie auch? Anyone know Neu? Kennen Sie Neu? Die Gruppe Neu. One person. Eine einzige Person. All the other really popular und bands diese ganzen anderen populären Bands damals in Deutschland, die waren wirklich... Das war also der Anfang. Damals ist auch Techno eigentlich entstanden. Und irgendwo hat also die Tanzmusik mit reingespielt. Ich habe ihm irgendwo Unrecht getan. Ich habe gedacht, entweder er ist Vegetarier oder er lebt von Sushi. Dann kam ich gerade zu ihm in die Garderobe. Isst der Bratwürste und Sauerkraut? Das fand ich toll. It was very good. Ja. Hat echt gut geschmeckt. Ja. Wirklich gut geschmeckt. Also, Nürnberger Bratwürste. Respekt. Cheap round of applause. Bratwurst. Ja. Bratwurst sogar. Bratwurst. Der Bratwurst. Danke. Applaus. Kostenlose Werbung, aber ich bin deswegen gekommen, ja, für die Bratwürste. Von Rom? When in Rome. Wenn man in Rom ist, wie es heißt, mach das, was die Römer tun. Also wenn du hier bist, dann ess deutsche Bratwürste. Und morgen macht er wieder das, was die Amerikaner machen, denn du bist ganz kurz da. You go to America early in the morning. Well, unfortunately, these days, leider, ja. Heutzutage ist es so, dass wenn man etwas Einheimisches ist, man überall McDonald's ist, egal wo man ist. Morgen muss er wieder McDonald's essen. Du fliegst morgen sehr früh, deswegen kannst du nicht bis ganz zum Schluss bleiben. Yeah, but, leider. Aber ich freue mich, dass ich hier bin. Eine große Freude, ich meine. Gibt es ein Foto mit uns beiden hier wenigstens mal? Ja, guck mal hier, damit man wenigstens mir das glaubt. Oh, once in my life. Na. David. Wir werden nachher gleich Musik von dir hören. Aber jetzt kommen wir zu einer Wette, okay? Kannst du Instrumente spielen? Ich glaube, Saxophon spielst du, oder? Ja, richtig, ja. Wir haben einen Kollegen, der Trompete ausgezeichnet spielen kann. Der Mann heißt Gerd Heck aus Rheinau und wettet, dass er es schafft, eine Minute lang unter Wasser auf seiner Trompete eine Melodie zu spielen. Wie lange kannst du die Luft anhalten? Ohne dabei ein Instrument zu spielen. Mindestens eine Minute, aber mit dem Wasserdruck. Mensch, Junge, keine Ahnung.
Wenn er gut ist, dann macht es gar nicht. Nein, er macht es, er hat es uns versprochen. Ich stelle ihn dir jetzt vor. Der Mann heißt Gerd Keck aus Rheinau. Hier ist Gerd Keck. I'll be back. Okay. Hey, grüß dich, Gerd. So, wir marschieren gleich zum Wassertank. Bitte schön, Gerd. So, vorsichtig, nicht, dass du mir reinfällst. Wir haben das Becken auf angenehme 30 Grad, ja, also Suppenwärme aufgeheizt. So, du wirst gleich mal die Jacke ablegen müssen, dass der David Bowie sozusagen einen Lungentest machen kann. Yeah, ein Mann wie ein Schrank, so. Gott. So, Gerd, jetzt, bevor du zu Wasser gelassen wirst, erzähl erst ein bisschen. Was machst du, wenn du nicht Trompete unter Wasser spielst? Ja, ich übe sonst einen ganz normalen Beruf auf. Ich bin vom Beruf Maschinenbautechniker. Aber mein großes Hobby ist die Musik als Amateur. Spiele im örtlichen Musikverein der Stadtkapelle Freistädt. Und bei den Schwarzmusikanten. Hey. Und, naja, macht viel Spaß. Was macht Familienleben? Schaut irgendeine Frau deines Herzens zu? Mein Schatz, meine Conny möchte ich recht herzlich grüßen. Hallo. Hey Conny, sei stolz auf deinen Mann. Aber hat sie ein bisschen Sorge gehabt, muss es denn sein, eine Minute unter Wasser? Ich meine, wenn dir die Luft ausgeht und der Gottschalk, der sagt doch nichts, der lässt dich doch spielen, bis du umfällst. Also ja gut, er hat bestes Vertrauen zu dir und war auch immer dabei bei den Proben. Dann und, bin ich beruhigt. Ja, also jetzt würde ich vielleicht sagen, dass du das Stück mal ganz kurz anspielst. Es handelt sich um welchen Titel? Das Trompeten-Echo. Trompeten-Echo von den Oberkreinern. Ich glaube, ja. Und bitteschön, dann blasen wir es mal kurz an. Danke. Ich glaube, das reicht. Es ist eine Melodie, die eigentlich nur unter Wasser gespielt werden sollte. Aber es ist. Wir haben heute. Es geht folgendermaßen: Du marschierst ein mit einem sozusagen Ton über Wasser. Und wir haben ein Unterwassermikrofon. Also man wird hören, was rauskommt. Ich bin mal gespannt darauf. David, jetzt musst du dich entscheiden: Schafft er es oder schafft er es nicht? Eine Minute. Nein, David glaubt, er schafft es nicht. Es ist schwierig. Ich halte es auch, weil ich kann, glaube ich, nur 40 Sekunden die Luft anhalten oder so. Ja. Das heißt, es geht bei mir nicht um die Luft, aber ich halte es nicht so lange ohne Reden aus. Bei mir platzt dann was. Jetzt, David. Du sagst nein. Wenn er es schafft, das Poster steht hinter dir. Zeig's vielleicht mal. David hat was Tolles mitgebracht. Er hat ein Poster mitgebracht. Das wird er gleich mal zeigen. Und er wird es nicht nur ausrollen. David, was passiert mit dem Poster? Von ihm selber entworfen. Erzähl ein bisschen was dazu. It was a poster I was commissioned to do for something called the Montreux Jazz Festival. Dieses Poster habe ich für ein Jazzfestival gemacht in Montreux in der Schweiz. Wenn ich verliere, möchte dieses Poster eine Stiftung für Kinder hier in Münster spenden, stiften. Wunderbar. Das ist toll. Dankeschön, David. Danke. Die Bürgermeisterin ist hier, Frau Bürgermeisterin von Münster, und wird sicher irgendeine Stelle finden. Es gibt leider in jeder Stadt inzwischen irgendeine Ecke, wo man dringend Hilfe braucht, und Sie werden sie finden. David lässt das Poster in Münster und du spielst jetzt um dein Leben. Ja, gut. Eine Minute lang das Trompetenecho. Ja. Nasenschutz. Nase wird zugemacht, damit die Luft nicht woanders rausgeht. So. Und alles klar. Gut. So. Jetzt. Die Mütze schwimmt dann oben, oder? So, angenehm. Ja. So. Und nicht zu lange zögern, dass die Trompete nicht rostet. Wenn du soweit bist, sagst du Bescheid, ja? Okay, ich sage, top, die Wette gilt. Wenn er anbläst, geht's los. Hat. So. Also machen Sie sich keine Sorgen, solange vorne noch Luft rauskommt, ist hinten alles in Ordnung. Und wenn nicht, lasse ich ihn selbstverständlich raus.
Jetzt bläst er allerdings neben das Mikrofon. Oh. Das. So, noch 30 Sekunden. Es hört sich an wie das Paarungsspiel des Wales. Noch 20 Sekunden. Noch 15 Sekunden. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Oh, 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 oh. Das war knapp. Das war knapp. Da traue ich mich nicht zu entscheiden. Da müssen wir jetzt fragen, gibt es... Bert! Das Publikum raus. Das waren zwei Sekunden, glaube ich, haben gefehlt. Aber nachdem du sozusagen über Wasser schon angeblasen hattest, und bisschen und was, also Gnadenerlass, das Münsteraner Publikum hat entschieden, Wette gewonnen. Richtig. David unterschreibt bereits das Plakat. Da mussten wir auch noch ein bisschen Gas geben, damit das Plakat in Münster bleibt. Und jetzt bleibt es in Münster. Also Glückwunsch, mit zwei Sekunden Gnadenerlass, Wette knapp gewonnen. Dankeschön, Gerd Keck. So, und tschüss. Bleib hier oben. So. Weil ich ja immer wieder gefragt werde, was machst du, wenn du deine Saalwette nicht gewinnst? Immer wenn Wasser im Saale ist, kommt einer auf die Idee, ach, das schmeißen wir nachher in Gottschalk rein. Ich meine, man glaubt zwar nicht, dass es um diese Hosen schade ist, aber es tut mir trotzdem leid. Ich bin bereit, mit Trompete und Hosen einzusteigen und die Schlussmusik, die Eurovisionsmelodie am Ende persönlich auf der Trompete zu spielen. Gut. Jetzt haben Sie ihn kennengelernt. Sie wissen, bei David weiß man nie. Was macht er als nächstes? Ein Mann, der Nürnberger Bratwürste mit Sauerkraut ist jetzt zu allem fähig. Hier ist sein neuer Titel. David Bowie, Little Wonder. We'll be right back.
Thank you. David Bowie. Little Wonder. Danke, Thomas. Dankeschön. Endlich mal wieder was zum Mitsingen. Thank you. David, we're gonna leave your poster. I signed it. Yeah. Ja, ich hab's geschrieben. You've been nearly right. I know. It was hard. He was so close. Also, er hat es ja fast nicht geschafft. Er hat gesagt, er schafft es nicht, lässt aber sein Poster da. Es bleibt hier. David, du musst zum Flugzeug. You have to go. Thanks for being here. My pleasure. David Bowie in Münster. Danke an die Band. Thanks, guys. Thank you very much. Little Wonder. Bye. Ich habe vorher von den großen Bs gesprochen. Ich will nicht sagen, es gibt